Ja, liebe Leute, das Spiel wollte ich mir jetzt nicht noch entgehen lassen. Eigentlich wollte ich jetzt schon ein Ende machen. Aber ich habe Bock noch drauf. Wir sehen uns heute schon das Bayern-Noch-Spiel an. Und wenn wir gewinnen heute, dann wäre es die große Aufgabe. Trotzdem sagen wir für Ungudo. Ah, der nächste, der geben würde. Ja, schön. So. Dann hätten wir 4 Millionen aus irgendwas. Dann könnte man nämlich. Wir müssen definitiv erstmal. Wir müssen gucken, dass wir eine Innenverteidigung irgendwas auf die Reihe kriegen. Dass wir die Innenverteidigung aufgebaut bekommen. Ich brauche einen zweiten Mann, einen guten Mann. So, gehen wir rein auf jeden Fall mal in die Presse, auf die Pressekonferenz vor dem Duell mit dem Tabellenführer aus München. Willkommen zu der Pressekonferenz. Wir beginnen jetzt mit den Fragen. So. So. Ja, tut halt weh, klar. Natürlich. So, heute gibt's eine Möglichkeit, große Möglichkeit, die Spitze ein bisschen sehr nah beieinander zu bringen, zueinander zu bringen. Dazu müssten heute, genau, obwohl RB spielt ja noch, ne? Ja, für die gebe ich 27, dann Bayern 26, wieder 25, Dortmund ebenfalls 25, also dann wären es nur 2 Punkte unter den ersten 4. Aber wie gesagt, schauen wir mal. So, ich habe noch einen Innenverteidiger jetzt scouten. Ja, mal gucken, haben wir noch irgendwas in der Richtung? So. Spielmacher. Scout soll ich lesen? Haben wir noch irgendwas, was Schönes? Mit schönem hohem Potenzial, aber Moment. Hm. 69 bis 85 brauche ich jetzt nicht. 70 bis 86. Übrigens ein Spielmacher, ne? Ja, leider können wir momentan nichts machen. Was da so gerade uns rumkreucht. Wir haben keine Kohle. Das ist das Problem. Die kriegen wir jetzt in der Winterpause. Wir werden zumindest zwei unsere Spieler verlassen. Aber wir gehen erstmal rein ins Spiel gegen die Bayern. So, ich muss natürlich erstmal hinten Morgalla mal wieder ersetzen. Warum der immer wieder mit leider seinen Platzverweisen uns wehtut. Dafür rutscht der Fries auf die Bank. Natürlich Militao. Boah, die haben eine starke Truppe, die Jungs. Das ist eine ganz andere Truppe damals, als ich die im Pokal ausgeschaltet habe in der ersten Saison. Habe ich in München mit 2-0 gewonnen. Damals zur Drittliga-Zeit mit dann ins Finale eingezogen, habe dann gegen Leverkusen knapp verloren. Naja, mal schauen. Was soll man machen? Wenn wir verlieren, ist es halt so. So, 7000 Punkte. Oh, spielt hier kaum einer. Na gut, gehen wir rein ins Match. Es ist klar, dass er heute im Mittelpunkt steht. Er will auch heute seine Saisontore Qualitäten zeigen. Ist ja der Topscorer der Liga und gleich geht's hier los. Ihr Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Am Mikrofon sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Das wird mit Sicherheit ein Riesenspiel. Ich glaube, das wird extrem spannend heute. Das wird hochklassig. Beide wollen sich zeigen, wollen ein Ausrufezeichen setzen. Und dann schauen wir mal, wem das am Ende wirklich gelingt.
So, die Jungs klatschen sich ab. Jetzt noch spielt, der müsste jetzt in dem Alter um 39 oder 40 sein. Also, du willst nicht mehr allzu lange machen. Wobei ich weiß, es bei FIFA immer nur 3 Saisons spiele. Ich würde wahrscheinlich vermutlich eine 4. Saison dran hängen. Aber mal gucken. Ich will mit Bayreuth alles gewinnen. Das ist das große Ziel. Wenn möglich. So, schauen wir mal, was heute denn mit den Münchnern möglich, gegen die Münchner möglich ist. Nicht mit den Münchnern, sondern gegen die Münchner. So, schade. Da haben sie gut aufgepasst, weil ich wollte gerade noch immer nach links setzen. Und Bernardo, der ja aber durchmarschieren kann. Bernardo, erste Chance für die Gäste hier. Für die Münchner, natürlich. Welch eine Überraschung. Er ist Tabellenführer. Gute Möglichkeit. Und 1-0. Es läuft für sie. Früh gehen sie hier in Führung. Erst können sie sich noch befreien. Wir sehen es hier in der Wiederholung. Ja, er ist gut gemacht, aber dann hier der Verteidiger, der Verteidigung, nur wo er war es übrigens, der das, den Ball dann verloren hat. Wenn der den nicht verloren hat, dann wäre er weg gewesen. Aber Fakt ist, es ist das halt so für die Bayern. Und ich vermute, dass es halt, ja, es wird schwierig werden, definitiv. Da ist dieser Varo Orizola. Gerard Moreno. Ja, gut gemacht da jetzt. Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Könnte der Ausgleich werden. Und Aubameyang war es. Pfosten. Die Gefahr erstmal bereinigt. Riesenchance für uns da. Das hätte der Ausgleich sein können. Das Alu hatte was dagegen. Ja. Wichtig wird sein, Ulrich. Jetzt abzuhalten. Und er holt sich den Ball. Keinen Frust aufkommen zu lassen. Weiterzumachen. Ah, schade. Walker Peters passt da gut auf. Kyle Walker Peters. Aubameyang. Freistoß. Und was gibt der Schiedsrichter da? Ist es eine Bombenposition für einen Freistoß? Er gibt nichts. Er gibt gar nichts. Ich muss mal gucken, ob ich einen Flatterball gestellt bekomme. Ich kriege den gerade nicht auf die Position, wie ich den hätte. Was macht er draus? Ach Mann, hat er viel zu lange, weil er nicht umgestellt. Ich wollte eigentlich jetzt die Position, die war viel besser dran. Fuck. Ja, ich konnte nicht mal auf Flatterball stellen. Ich wollte ja schön auf Flatterball setzen. Kann alles. Gerard Moreno. Die Bayern über die Seite jetzt. Gerard Moreno. Den Ball hält Loppert. Er gut. Fuck, Alter. Ich wollte so lange wie möglich das Spiel vielleicht offen halten, dann vielleicht noch mal zuschlagen, aber... Sie nehmen die kurze Variante. Bernardo. Gutes Tackling. Gut aufgepasst da. Schalte rupp. Gut, da machen. Boah. Es ist ein Tor gefallen. Im Studio gibt es alle Infos für uns. Ja, wir haben hier Bayern. Plötzlich können sie nochmal kontern, die Bayreuther. Ist das der Was ist es? 31. Minute. Ein blitzsauberer Konter nach der Bayern-Ecke. Und das ist Pierre-Emerick Aubameyang. Yes. Ausgabe
kurzer Entfernung das Tor, da sehen wir es nochmal. Ja, da macht er alles richtig, ich weiß genau. Passt auf jeden Fall. Muss. Besser kannst du den nicht machen. Rein damit ins Glück. Und damit alles am Anfang, es steht 1:1. Wie gesagt, sollten die Bayreuther die Bayern heute schlagen, kann die Spitze bis auf 2 Punkte zusammenrutschen. Und da sind es 4 Teams in der 2 Punkte. Borussia Dortmund, sie führen nun mit 1:0. Dortmund führt jedenfalls 1:0. Gerard Moreno. Aber wir gucken, was heute passiert. Ruhiger Spielaufbau. Ulrich, schön aufgepasst. Weg, da waren sie zu unaufmerksam. Ja, schade. Bei den Bayern sehen wir im bisherigen Spielverlauf eine erstklassige Ballbesitzquote. Aber wenn du so wenig aus deiner spielerischen Dominanz machst, dann kommt halt nur ein Unentschieden raus. Da muss er hin hatten. Und holt sich den Ball. Schade. Ich dachte, ich krieg den da raus auf die Position. Bernardo Silva. Da ist Canales. Canales. Kyle Walker-Peters. Sehr effektives Passspiel hier. Aber jetzt kommt dann doch der Ballverlust. Da waren sie unaufmerksam. Bernardo Silva. Guter Vorstoß da jetzt. Was? Hey, das war Ball gespielt. Hallo. Aber das schimpft wieder gegen mich. Gib mal Wissen noch rot. Ja, richtig so. Damit du noch, musst du natürlich noch mit rot vom Platz fliegen. Ey, das war Ball gespielt, Schiedsrichter. Das war Jarisch. Aber so musst du natürlich. So kann man. Ja, ist ja. Ist das doch zu gar nichts mehr. Also, Bayern führt jedenfalls wieder 2:1. Canales. Nee, Canales war nicht. Moreno, ebenfalls deutsches Saisontor. Aktueller Spielstand jetzt also. Und wieder fliegt mir der Innenverteidiger vom Platz. Also, für was, ey? Da war noch nicht. Nur Ball gespielt. Ah, da geht er vorbei. Ist aber nichts, was da jetzt gerade am Spieler noch dabei ist. Vielleicht der Ausgleich. Er passt auf. Schilderhof! Und dann riesen Chance nochmal zum Ausgleich. In diesem Spiel. Oh Mann, ey. Knappe Führung für die Bayern. Der Ball ist kein Foul. In Durchgang 2. Eckloff. Ja. Jetzt gibt er einen Elfmeter für die Bayreuther. So, keine Karte, klar. Den Elfer muss es geben. Aber wieso? Jetzt kriegt Delich keine Karte. Ich auch mit der Karte gerechnet. Weil er, ja, ist für mich ist auch ein Foul, weil der wäre durch gewesen, wäre weg, wäre reingegangen. Ja, man muss auch mindestens mal gelb sehen. So, Neuer. Gegen Eckloff. Der ist hoch. Es geht weg. Ist weg. Nein, nicht das Tor bei diesem Strafstoß. Ball verschossen, Riesenchance vergeben. Das war einfach viel zu hastig. Ach Mann, was ist die Chance? Tolles Tackling von Staphylides. Schöner erstmal. Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich werden. Opa, ne, Young. Kommt nicht durch. Erstmal abgeblockt. Das könnte gefährlich werden. Und, nur boah, wieder Außenpfosten. Na, das ist schon das zweite Mal jetzt. Mané. Kimmich. Ball bei Bernardo Silva. Ja, schöner Perry. Ist mal gut abgepasst da. Zu hastig. Im Signal Iduna Park gibt es einen Torerfolg. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Dortmund. Der neue Spielstand heißt nun 2:0. Gespielt sind 57 Mann! Minuten. Vielen Dank für dieses Update. Perry. Und jetzt bekommen sie die Chance. Jetzt gibt's hier vielleicht. Und Gerard 3:1 für die Bayern und damit ist es eigentlich durch. So, nochmal die Wiederholung. Die Szene wird der Trainer der Mannschaft garantiert noch häufiger zeigen. Was für ein Ballverlust. Und dann geht's ganz, ganz schnell und der Treffer fällt. Das darfst du dir nicht erlauben. Es gab einen Elfmeter auf einem anderen Platz. Deswegen mal kurz rüber ins Studio. Leipzig hat hier einen Elfmeter bekommen.
Christopher Nkunku hat ihn verwandelt. Der Ball ging wunderbar ins Eck. Da war unheimlich viel. Ja, damit können wir das mit Thema mit der Spitze definitiv also beenden für heute. Also für die nächste Zeit. Sind hier gespielt. Schade. Bisher ist das eine ich meine, wir werden wahrscheinlich kein Tor, kein Spiel wieder gegen die Bayern drehen. Wenn wir da jetzt noch drei Tore schießen, ich weiß nicht, wie ich es machen wollen. Aber mal schauen. Überlegener Auftritt raus. Das ist die Führung. Immer oben nochmal. Jetzt heißt es also erstmal hinten nicht da. Du kommst aber nicht irgendwie in die Situation ran. Vielleicht der Anschluss. No, boah. Da macht er zu, starke Aktion. Militao sagt dann, nö, das ist meiner. Kurze Unterbrechung, Freistoß gegen den FC Bayern. Freistoß gegen Bayern, okay. Wechsel jetzt bei den Bayern. Eckler vielleicht mit der großen Chance nochmal was zu machen. Gut platzierte Mauer, Ball abgeblockt. Ja, ich hatte ein bisschen gehofft, dass er vielleicht ein Handspiel auf dem Elfmeter oder so nochmal. Kyle Walker-Peters. Wir schauen kurz rüber ins Studio, denn im Parallelspiel hat es Elfmeter gegeben. Bayreuth. Borussia Dortmund hatte hier einen Elfmeter. Und sie haben ihn verwandelt. Mit unheimlich viel Power platziert er den Ball unter die Latte. Der Keeper war da, ja, der war machtlos. Neuer Spielstand damit also 3:0. 75 Minuten sind gespielt. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel. Dortmund schlägt Hertha, führt gegen Hertha mit 3:0. So, wir verliegen mit 1:3 hinten. In der ein klarer Rückstand für die Gastgeber auf der Anzeigetafel steht. Zwei Tore Rückstand, Wolf. Ich glaube auch in dieser heutigen Form ist das zu viel. Vor allem einer weniger. Bernardo Silva. Super gehalten. Ja, der Knackpunkt war der meiner Meinung nach nicht gegeben. Der die rote Karte, der Elfmeter, der meiner Meinung nach gar nichts war. Der Ball kommt rein. Nein, keine gute Befreiung hier. Und das gibt Freistoß gegen die Bayern. Und damit war das Thema dann gegessen. Wir verschießen unseren Elfmeter dann leider bittererweise. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Er erzwingt den Ballverlust. Ja, sie stehen halt komplett alle hinten drin. Das ist klar, da kannst du nichts mehr machen. Das war's. Ah, Mann, du kriegst nichts. Du kriegst keinen vernünftigen Ball da hinten. Schöner durch. Pass. Gehalten war Lappert kein nochmal. Wirklich gefährlicher Ball. So, Nachspielzeit angezeigt, gibt nochmal 2 Minuten drauf. Ne, da steht der Nächste weg. Klasse Zuspiel. So, jetzt wird es wahrscheinlich sogar noch das 1:4 geben. Nö, das ist nicht. 1:3, die Heimniederlage gegen die großen Bayern. Hörte die Fans an, die sind unzufrieden. Und dabei geht es natürlich um diesen Platzverweis. Die Fans haben es sehr... Meiner Meinung nach ein Spiel, das komplett verpfiffen wurde vom Schiedsrichter. Der Elfmeter war keiner, meiner Meinung nach, da war nichts. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich... Und dann kriegst du halt... Ja, und dann machst du halt so... Und verlierst halt das Ding. Ich will gerade keine Interviews geben. Ja, Dortmund 3:0, Freiburg 2:1, Leipzig 2:1. Also die Kontrahenten haben alle gewonnen da oben. Wir verlieren unser Spiel und verlieren da oben die Spitze langsam. Damit wirst du... Warst du das auf jeden Fall erstmal. Bayern hat jetzt 29, wir haben jetzt 22 gerade mal, sind nur noch Fünfter. Verlieren den nächsten Verteidiger mit dem Platzverweis. Ja, ist halt so. Nächster Gegner ist dann der VfB Stuttgart und das sehen wir uns dann morgen um 14 Uhr an. Jetzt mache ich nämlich wirklich Feierabend. Bis dann, tschüss.